sitze hier mit Sarah Kanji. Erstens mal herzlich willkommen und danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu reden. Danke vielmals für die Einladung. Du hast Fußball gespielt in der Nationalliga A. Spielst jetzt immer noch Fußball, dann studierst du Gesellschaftswissenschaft studieren. Und dann, als ob das nicht schon genug wäre, bist du jetzt auch noch in der Politik. Wir reden heute ein bisschen über Empowerment, also Selbstermächtigung, Ermächtigung. Und das geht Hand in Hand mit Gleichberechtigung. Und das sind, glaube ich, alles Themen, die dir sehr wichtig sind. Wieso sind die Themen dir wichtig? Mir ist extrem wichtig, dass es wirklich keine Rolle spielt, wer man ist, welches Geschlecht man hat, welche Herkunft, welche Klasse, was auch immer. Dass alle einfach die gleichen Chancen bekommen und sich in dem verwirklichen können, wo sie ihren Weg sehen, wo sie ihre Leidenschaft sehen. Ich habe das Gefühl, das ist etwas mega Schönes, wenn man dem nachgehen kann, wo man wirklich will. Und ich glaube, das nützt einem selber und das nützt allen rundherum. Und es würde wie einfach allen viel besser gehen, wenn wir mehr Chancengleichheit hätten. Wenn wir eine Gesellschaft haben, die uns die Möglichkeit gibt, dass wir uns selber weiterentwickeln können, dann haben wir Gleichberechtigung. Also in dem Moment ist es so, dass unsere Gesellschaft im Moment das nicht ermöglicht, wenn ich das richtig verstehe? Richtig, ja. Also ich finde, es ist so, dass je nach Geschlecht wird man eingeordnet, je nach Geschlecht wird einem zum Beispiel gesagt, geh den Weg, das passt zu dir, leg dich so an, benimm dich so. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das ist mega hindernd, weil dort passt in dieses Schema passen einfach nicht alle ein. Und nicht nur bei Geschlecht, sondern es ist je nachdem, von wo man kommt, wie man aussieht. Also es sind ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen, die eigentlich dann am Schluss an einem zurückgeprallt wird. Du solltest so und so sein, das ist der richtige Weg. Du bist ja eigentlich als ganz klein schon, hast du definitiv dich nicht angepasst, wenn man das so kann sagen. Weil du hast als Hobby Fußball gewählt. Und wenn ich es richtig verstehe, hast du mit den Buben gespielt und mit den Buben trainiert. Richtig. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen und dort hat kein Mädchen Fußball gespielt. Und ich habe oft für mich gewusst, ich will unbedingt Fußball spielen. Ich mache es so gerne im Garten mit meinem Bruder und mit dem Nachbarsbub und den anderen Nachbarsbuben eigentlich nur. Und habe dann gefunden, ich will diesem Club spielen. Und zwungenermaßen bin ich in ein Bubenteam eingeteilt worden, weil es einfach kein Mädchen hatte. Ja. Und mir war das gleich, weil ich gefunden, ich bin oft das Kind und ich spiele gerne. Aber mir ist dann mega schnell von außen gesagt worden, so, nein, du bist nicht einfach ein Kind, du bist ein Mädchen. Und ein Mädchen hat da eigentlich nicht wirklich Platz. Und wie bist du damit umgegangen? Also das ist ja eigentlich jemand ausschliessen von etwas, wo aber man selber eine riesen Leidenschaft dafür verspürt. Bist du nie an eine Grenze gekommen, wo du gesagt hast, ah, dann gehe ich halt ins Ballett? Ich bin sicher an Grenzen gekommen, immer wieder, aber ich habe coole Mitspieler gehabt, die mich mega unterstützt haben in dem, was ich mache. Ein super Trainer, der das auch gemacht hat und eine Familie, die gefunden hat, Sarah, mach unbedingt das, was du willst und nicht das, was die anderen sagen. Und das hat mir wirklich genug Kraft gegeben, um zu sagen, okay, es lohnt sich. Es lohnt sich, um da sein und die Stirn zu bieten. Und es hat sich dann umgewandelt, wirklich in etwas Grösseres, dass ich gefunden habe, es lohnt sich auch, um euch zu zeigen, dass ich es kann. Und dass ihr nicht das Gefühl habt, dass Mädchen oft schlechter Fußball spielen können wie Buben. Also wirklich so ein bisschen auch eine Trotzreaktion, um zu zeigen, hey, ich kann es im Fall auch, egal was du denkst. Und du setzt dich aber auch dafür ein, weil du shootest ja bei einer Mannschaft, wo aber du quasi zusammengestellt hast, wenn ich das richtig verstanden, oder? Das ist eine Frauenmannschaft und das hat es eben nicht gegeben. Mhm. Ist das ein Stück weit auch wegen dem? Das ist mega fest wegen dem, weil ich wohne ja in Zwinti und dort hat es mega viele talentierte Fußballerinnen gehabt und immer noch. Es ist die sechstgrößte Stadt der Schweiz. Und sie haben einfach kein Angebot gehabt, um gefördert zu werden. Und ich habe gefunden, das ist nicht fair. Das ist völlig entgegen der Entwicklung, auch im Sinne von Gleichstellung. Es ist wie so, Buben und Männer haben eine Förderung, die riesig ist. Und für die Frau gibt es kein einziges Förderungsangebot. Auch da habe ich mir Gedanken dazu gemacht und habe gefunden, so, nein, es stört mich, ich mache etwas dagegen. Und darum ist auch das Aktivistische für mich, dass ich mich für Fußballerinnen einsetze. Mhm. Sei es beim FC, jetzt beim FC Winterthur oder wenn ich ja in Verein gehe oder in Schule oder wie auch immer, das Bewusstsein überhaupt schaffen, dass Mädchen so extrem benachteiligt werden auf dem Fußballplatz,
damit man das ändert? Ich hatte noch mal etwas, das war meine Hautfarbe. Ich bin im Tessin aufgewachsen und ich bin extrem abgemacht worden, weil ich dunkler bin als die anderen, also indische Herkunft, nicht so ausgesehen habe wie die anderen. Ich musste mich früh mit dem konfrontieren, so, wieso werde ich anders behandelt für etwas, wo ich nichts dafür kann. Und gerade noch mehr meine Identität gesucht und anfangen, mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Und das hat bei mir einen riesen Gerechtigkeitssinn bewirkt, den ich bis zum heutigen Tag eigentlich trage. Jetzt, ich kann mir vorstellen, dass im Fußball und in einem kleinen Dorf du sehr wahrscheinlich auch ähnliche Probleme gehabt hast, auch wegen der Hautfarbe. Definitiv, aber zuerst mega schön zum Hören, die Geschichte. Wirklich. Ja, also das selber mega bestärkend. Nein, also damals war es nicht so schön gewesen, aber. Nein, überhaupt nicht. Das würde ich auch nicht sagen. Aber nein, ich meine, wieso, dass aus dem bei dir so ein Gerechtigkeitssinn vorgekommen ist und dass du gefunden hast, hey, erst recht. Ja. Ich glaube, bei mir war es ähnlich gewesen, aber es hat anders angefangen. Ich glaube, ich hatte auch sehr oft das Gefühl gehabt, so, hey, ich habe ja nichts dafür, dass ich ein Mädchen bin. Und hey, ich habe ja nichts dafür, dass ich schwarz bin. Und ich habe dann am Anfang, ich habe mich, glaube ich, damit eingewöhnt, dass ich einfach nicht dazu passe. Mhm. Und habe gefunden, in dem nicht dazu passen, muss ich einfach meinen Weg finden. Wie auch immer. Und habe dann irgendwann für mich entschieden, gut, du machst einfach das Beste daraus. Und so ein bisschen zeig ihnen, dass sie falsch liegen. Zeig ihnen, dass die Vorurteile nicht stimmen. Egal ob auf deine Hautfarbe oder dein Geschlecht. Du zeigst ihnen einfach, dass es nicht stimmt und dass sie ihr Mindset ändern. Ich weiss noch einmal, bin ich wirklich bei so Hallenturnier, haben wir so Banden gehabt, richtig hohe. Und mir ist wirklich ein so von unten rein, dass mich über diese Banden eingehauen hat. Bis wirklich dann auch alle rundherum gemerkt haben, so, wow, es ist nicht okay. Ja. Und das ist dann für mich auch irgendwie nochmal bekräftigend gewesen, dass ich wie nicht allein gewesen bin, sondern dass ich immer ein paar Leute rundherum hatte, die gefunden haben, hey, nein, eigentlich stimmt das so nicht. Eigentlich sollte sie nicht ausgeschlossen werden wegen dem und dem. Und ich glaube, das hat mir mega geholfen, wirklich so eigentlich das Empowerment von anderen auf mich, obwohl ich es als Kind einfach gar noch nicht verstanden habe, einfach von ich will schütten. Und ich glaube, das Empowerment von rundherum hat mich bestärkt, dass ich mich auch selber kann empowern und zum dort bleiben und weitermachen. Wäre das eine Lösung, wofür nachher Gleichberechtigung könnte funktionieren und Empowerment, dass man sich einfach gegenseitig unterstützen würde? Ich glaube, das ist für mich der Inbegriff von Empowerment. Mhm. Und zwar habe ich jetzt wie auch erkannt, mit dem, was ich mache, und mit dem, wo ich bin, will ich eigentlich andere wirklich bestärken, dass sie auch an sich glauben und ihren Weg gehen. Also ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man die Bestärkung überkommt, von wem auch immer. Mhm. Ist es ein Vorbild, ist es eine Inspiration von, ich weiß auch nicht, wo man mal kennengelernt hat, ist es eine Fantasiefigur, ich weiß es auch nicht. Es kann alles sein, aber ich glaube, wenn man irgendetwas hat, wo man so findet, das gibt mir Kraft, zum dem nachzugehen, wo ich eigentlich mit meinem Herz daran glaube und dafür einstehe, dann glaube ich, bewirkt das extrem viel, weil es gibt Selbstvertrauen, es gibt wahrscheinlich auch einen gewissen Ehrgeiz, um etwas nachzugehen. Und dann glaube ich, kann man so viele Sachen bewirken, die einem vielleicht selber gar nicht bewusst war vorher. Ist das ein Problem, das Frauen haben, dass das von ihnen alles erwartet wird? Oder hast du das Gefühl, dass das ein gesellschaftliches Problem ist, allgemein auch für Männer? Ich glaube, es ist ein gesellschaftliches Problem. Ich glaube, es ist so, wie wir leben, immer mehr Leistung, immer mehr, eigentlich alles immer mehr. Man muss sich immer ständig weiterentwickeln, man darf sich keine Pause mehr gönnen. Und das betrifft Männer und Frauen, weil ich glaube, was einmal vergessen geht, ist, wie Frauen werden zwar in Schubladen eingeteilt, aber Männer genauso. Mhm. Also an Männern gibt es die Erwartung auch, dass sie so und so müssen sie zu meiner Gesellschaft einpassen. Und das ist genauso hinter den Beinen, wie es auch bei den Frauen ist. Und ich glaube, man sollte viel mehr einfach eben auch dort auf Qualitäten gehen, auf dass man wirklich dem nachgeht, wo man sagt, oh, ich kann das gut, aber auch, ich mache das gern. Dass man wirklich dort auch viel mehr aufs Individuum schaut und eben nicht aufs Geschlecht reduziert. Weil ich glaube, dann geht es einfach allen viel besser. Und was will man mehr für eine gesunde Gesellschaft? Ja. Du studierst ja, oder? Genau. Gesellschaftswissenschaft. Richtig. Also hast du immer noch nicht aufgehört. Also bei Fußball ist ja schon mal etwas, was eigentlich so nicht für Mädchen ist. Dann ist es aber noch weitergegangen. Jetzt bist du auch nicht in der Politik. Also, wieso? Ich frage mich manchmal auch, wieso? Wieso tue ich mich wirklich in diese Felder hier, wo ich auf die ganze Zeit anecke? Überall. Einfach nur mit
wer ich bin, noch nicht mal mit dem, was ich sage. Aber ich glaube, es ist ein bisschen mein Wesen. Mhm. Und zwar eben dein Individuum. Wahrscheinlich, ja. Um wirklich halt Sachen aufbrechen und so ein zeigen, so, hey, nein, es funktioniert so einfach nicht, wenn wir in der Politik in dem Sinn nur alte, weisse Männer haben. Weil dann hast du nur diese Sichtweise. Findest du, das nicht funktioniert nicht? Ich finde das super. Es ist halt wirklich dann einfach so, dann haben wir eine Sichtweise und machen die Art von, also sie haben natürlich auch unterschiedliche Sichtweisen, aber ich glaube, dort gehen einfach mega viele Realitäten verloren. Mhm. Und am Schluss bin ich so fest überzeugt, dass in der Politik die Gesellschaft abgebildet sein sollte, dass ich gefunden habe, ja gut, dann mache ich es. Ja. Gut, also ich finde, es hat zu wenig Frauen, es hat zu wenig junge Menschen und es hat zu wenig Menschen mit einem Migrationshintergrund. Mhm. Und das bin alles ich. Und ich finde, diese Stimmen werden zu wenig gehört, also mache es halt ich. Also muss irgendjemand muss für diese Stimmen gerade stehen? Genau. Wie machst du das mit dem Frust? Wenn du, also man kann ja nicht, also ich glaube, ich könnte es nicht, weil ich würde irgendwann ausrasten dort drinnen. Wie machst du es, wenn du wirklich an die Grenzen kommst und findest, ich weiß ja nicht, vielleicht bist du charakterlich anders. Kannst du die Ruhe einfach bewahren, tust du ausschnuffen, denkst du als Fußballspielen oder wie machst du das, dass du dann einfach bei deinen Gedanken bleibst und einfach in der Ruhe inne? Meistens, wenn ich mit etwas nicht einverstanden bin und das sofort merke, überlege ich es mir nochmal. Mhm. Weil ich finde, wieso die Person hat die Aussage gemacht, wieso finde ich sie nicht okay. Mhm. Und ich suche dann bei mir eine Antwort, wieso ich sie nicht okay finde. Und entweder ist dann weg klar und dann sage ich dir so, hey, voll nicht, wegen dem und dem und dem und dem. Ich sehe das völlig anders. Oder ich nehme mir wirklich mehr Zeit und überlege es und komme erst am nächsten Tag. Weil ich finde, aus irgendeinem Grund hast du das gesagt. Es kommt ja von irgendwo, es muss einen Grund geben. Du hast das nicht einfach erfunden oder dir jetzt irgendwie einfach von dort geholt und sagst einfach irgendetwas, was du dir überhaupt nicht überlegt hast, sondern du hast einen Grund, wieso du das sagst. Mhm. Und das hilft mir mega, zum immer dahinter zu sehen oder versuchen dahinter zu sehen und wenn noch mal auch nachfragen, so, hey, wieso sagst du das? Von wo kommt das? Oder was bringt dich zu dem? Und ich glaube, das hat mir mega geholfen, um mein Temperament runterzufahren und nicht am ersten Impuls nachgehen und zu finden, so, hey, nein, voll nicht. Sondern halt wie oft auch mit einem Verständnis in ein Gespräch gehen. Aber bist du mal so gewesen? Ja. Ja, ja. In der Entwicklung? Schon. Definitiv. Also in meiner Jugend, wenn ich hässlich war, habe ich es oft sofort gesagt. Okay, ohne das beruhigt mich jetzt gerade, wie ich so gedacht habe. Wow. Nein, aber das hat sich verändert, weil ich wirklich so gefunden habe, so, ich will die anderen verstehen. Und ich will miteinander eine Lösung finden, weil ich habe das Gefühl, du willst das Beste und ich habe das Gefühl, ich will das Beste. Und irgendwie kann es ja auch sein, dass wir uns vielleicht auch nicht richtig verstehen. Und ich glaube, das hat mir geholfen, auch in der Politik weiterzukommen und auch mit anderen Leuten, in dem sie gemeinsame Lösungen erarbeiten. Und das klingt für mich jetzt so, als hättest du auch Respekt ist dir extrem wichtig im Umgang mit anderen Menschen. Mega fest. Also ich glaube, das ist das Allerwichtigste in einer Gesellschaft. Was ich zum Beispiel hässlich finde, wenn jemand mir keinen Respekt zeigt. Weil ich also finde, das braucht es einfach. Das ist so Grund. Genau. Das ist die Ausgangslage. Wir haben Respekt voneinander. Und dann können wir miteinander reden. Aber Respektlosigkeit ist wirklich etwas, das mir extrem gegen den Strich geht. Also ist Respektlosigkeit etwas, wo du zum Beispiel einfach nicht willst, dass das andere Menschen jemals auch erfahren müssen? Was ist jetzt, wenn ein junges Mädchen da sitzt und so ein bisschen am Träumen ist über ihre Zukunft? Was ist das, was du ihr würdest mit auf den Weg geben? Ich würde ihr auf also wenn die kleine Sarah jetzt noch mal da wäre. Ich würde ihr mit auf den Weg geben, dass sie unbedingt dem nachgehen soll, wo sie möchte und wo sie ihre Leidenschaft sieht und wo sie das Gefühl hat, dort wird sie glücklich. Und wichtig ist auch, das kann sich auch ändern. Es kann dich in dem Moment das glücklich machen, dann mach es. Und im nächsten Moment ist es vielleicht völlig etwas anderes. Dann machst du halt das und dein Weg wird eh so und so gehen. Der wird eh nie geradlinig sein. Aber ich glaube, am Schluss habe ich das Gefühl, habe ich für mich die Verantwortung, dass ich das mache, was mich glücklich macht. Und ich gönne das mega fest anderen Menschen und anderen kleinen Mädchen, dass sie wirklich den Weg gehen, den sie wollen.
Hammer. Danke vielmals. Ich bin super inspiriert. Hey, danke vielmals fürs Gespräch.